Bundesrepublik mittlerweile Leute gibt, die diese Frage mit einem deutlich hörbaren Ja beantworten. Was wäre, wenn viele, viele Tausende Menschen heute nach Berlin gekommen sind, um gemeinsam möglichst laut Ja zu rufen? Was wäre, wenn wir heute die Augen der Welt auf uns gerichtet hätten und diese Möglichkeit nutzen können, um jedem der Zukunft zu sagen, Hanf ist ein vergleichsweise risikoarmes Genussmittel. Es geht niemandem etwas an, was ich in meinen Körper tue. Aber was wäre, wenn man gar nicht Tausende dieser Menschen auf einen Leuchtturm fassen kann? Was wäre, wenn es völlig ausreicht, dass diese kleinen Menschen in ihren kleinen Orten, kleinen